Aber selbst wenn du all dein Denken vom Negativen zum Positiven änderst, das Wichtigste ist doch nach wie vor zu erkennen, das zu erkennen, was jenseits aller Gedanken ist. Das Erste, was jeder sagen würde, es ist doch angenehmer, schöne Gedanken zu haben als negative Gedanken. Das fühlt sich doch besser an, das sicher. Der Körper mag das auch mehr, denn die negativen Gedanken, die beeinflussen doch den Körper auf eine gewisse Weise. Sie behindern den Energiefluss. Das könnt ihr selbst austesten, wenn ihr euch gestresst fühlt oder in sich wiederholende negative Gedanken geht, dann mag das der Körper nicht. Er reagiert darauf. Sogar die Medizin, die Schulmedizin, sieht heute die Verbindung dazwischen. Manche sagen immer noch nein, aber da gibt es schon eine Verbindung zwischen deinem vorherrschenden geistigen Zustand, Bewusstseinszustand und dem physischen Körper und dessen Funktionieren. Also man kann das schon so sagen. Du findest aber vielleicht auch heraus, dass negative Gedanken sich ausbreiten und sich vermehren, und zwar sehr viel wahrscheinlicher als positive Gedanken. Ein negativer Gedanke, der möchte sich ausbreiten und der will weitere negative Gedanken hervorbringen. Und dann ist es vielleicht so, dass du findest heraus, dass ein glücklicher Gedanke sehr gerne alleine für sich steht. Da gibt es keinen Zug in Bezug auf Vermehrung und Ausbreitung von sich selbst. Ein positiver Gedanke, bei dem ist es weniger wahrscheinlich, dass der zwanghaft wird, etwas, was du nicht loswerden kannst, als ein negativer Gedanke. Wenn du also im Verstand gefangen bist, dann ist es sehr selten, ob es überhaupt geschieht, weiß man nicht, dass man in zwanghaften, guten Gedanken gefangen ist. Du bist üblicherweise in zwanghaften, negativen Gedanken gefangen. Denn das ist ja das, was negative Gedanken lieben. Sie wollen dich gerne übernehmen. Sie wollen aus irgendeinem Grund, mögen sie es. Sie mögen, so wie bestimmte Insekten, die sich reproduzieren und von die eines Insekt gebiert 50, das wieder weitere 50. Und plötzlich hast du Millionen und Milliarden von diesen und die breiten sich aus. Der Unterschied, der grundlegende Unterschied ist ein negativer Gedanke. Also zuerst mal geht es dir damit vielleicht besser, es ist leichter, das zu erfahren und zu erleben, was dem Gedanken folgt. Denn oft nach einem negativen Gedanken ist es so, dass du dann die Realität dessen, worauf der Gedanke hingedeutet hat, dass du das erfährst. Das Leben ist schön, wird hier erwähnt als Beispiel eines positiven Gedankens. Das Leben ist schön. Was ist falsch daran? Denn nach dem Gedanken hast du ja eine bestimmte Erfahrung des Lebens, dass es eben schön ist. Der Gedanke war also nichts weiter als ein Hinweis darauf, so ein Wegweiser. Und das ist doch wunderbar. Wir nutzen den Gedanken als Wegweiser, als Hinweis. Der nimmt nicht deine ganze Aufmerksamkeit auf sich, sondern er ist ganz glücklich damit, einfach nur ein Hinweis zu sein. Das Leben ist schön und in den nächsten Minuten wertschätzt du alles, was um dich herum ist. Und das wird zu einer wahrhaftigen Erfahrung. Also als Hinweis kann das ganz wunderschön funktionieren. Und der negative Gedanke, da kommt ein Gedanke nach dem anderen und dem nächsten und so weiter, das wird dann zwanghaft. Also, aber selbst wenn du all dein Denken vom Negativen zum Positiven änderst, das Wichtigste ist doch nach wie vor zu erkennen, das zu erkennen, was jenseits aller Gedanken ist. Positive Gedanken in sich selbst sind noch nicht befreiend, die befreien dich nicht. Die können schön sein, aber sie befreien dich nicht. Nur wenn man diesen Ort jenseits aller Gedanken findet, das befreit dich. Also
befreit dich das von negativen Gedanken? Ja, nach einer Zeit. Die negativen Gedanken brauchen ja deine Identifizierung damit, das heißt dein Unbewusstsein, um sich in deinem Leben weiter ausbreiten zu können. Erst wenn du damit identifiziert bist, dann schenkst du ihnen die volle Aufmerksamkeit. Nicht nur das, sondern du wirst ja zu diesen Gedanken. Die kommen aus deinem Mund heraus, wenn du sprichst. Sie sind in deinen Gedanken ständig vorhanden. Sie übernehmen dich, sie besetzen dich sozusagen. Du wirst zu ihnen. Und so können sie weiter wachsen und können dein Leben übernehmen. Und dann kann es geschehen, bei manchen Gedanken oder vielleicht Gedankenmuster haben die gleiche Funktion im menschlichen Verstand in vielen Fällen wie ein Virus im Körper. Also gute Gedanken, ja, gute Gedanken sind natürlich den schlechten Gedanken vorzuziehen, aber geh über Gedanken hinaus, dann können negative Gedanken weniger werden in deinem Leben, auch wenn sie schon lange da gewesen sind, wenn mehr Gegenwärtigkeit aufscheint. Gute Gedanken können dann ganz natürlich aufscheinen und ein großer Teil deines Bewusstseins hängt dann nicht mehr davon ab, welche Gedanken du hast. Und du wertschätzt das Leben durch Gegenwärtigkeit, statt dich dazu überzeugen zu müssen, das Leben wertschätzen zu sollen. Du wertschätzt es einfach ganz direkt. Dankbarkeit ist eine ganz wichtige Sache. Dankbarkeit ist ganz wundervoll. Es ist ganz transformativ, transformierend. Es beinhaltet natürlich eine tiefe Wertschätzung dessen, was du wahrnimmst um dich herum. Ob du nun den Gedanken in deinem Verstand hast, der damit einhergeht und der sagt Danke, das ist sekundär. Nach einer Weile brauchst du Danke nicht mehr. Wenn du aber beginnst mit Dankbarkeit, dann kann Dankeschön sehr hilfreich sein. Wenn du etwas Schönes siehst, sagst du Danke. Wenn andernfalls würdest du das gar nicht erkennen. Danke dafür, wie schön das Licht hier sich von dem Tisch im Tisch widerspiegelt. Danke für diese wunderschöne strahlende Uhr. Ich weiß, es ist kein echtes Gold, aber sie strahlt so schön. Danke für diese wundervolle Substanz, die wir Wasser nennen. Und diese kleinen Mini-Bläschen da drin. Und da ist es und ich kann es anschauen, ich kann es trinken, es ist lebendig, es ist was ganz Erstaunliches und du kannst es wertschätzen und es ist mit Licht erfüllt, von Licht erfüllt, eine lebensspendende Substanz, warum sie nicht wertschätzen? Ob du nun Danke sagst oder nicht, das liegt ganz bei dir. Dankeschön ist nicht das Wichtigste dabei. Es geht darum, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, im Wasser in diesem Falle. Und du nimmst es also durch deine Gegenwärtigkeit wahr. Und dann ist alles etwas, was wertvoll ist, was einen Wert hat um dich herum. Und ja, es ist eine wundervolle spirituelle Praxis und natürlich eine Zeit lang ist es eine spirituelle Praxis und dann wird es einfach zu deiner zweiten Natur, du lebst einfach so. Es ist also eine Assoziation da mit bestimmten Gedanken, wenn du Dankbarkeit ausdrückst, aber das ist nicht das Wichtigste dabei. Die Gedanken sind eher wieder wie Hinweise auf das, was jenseits der Gedanken ist. Aber im Leben vieler Menschen ist der Anfang einer spirituellen Praxis und der Erkenntnis der spirituellen Dimension. Sie erkennen plötzlich, wie sehr sie im negativen Gedanken gefangen waren in den vergangenen Jahren. Und sie erwachen plötzlich dazu, ihre eigenen Gedankenprozesse zu erkennen. Vorher waren sie darin gefangen. Das ist der Anfang des spirituellen Erwachens, wenn du kennst, welche Art von Gedankenprozessen vorherrschend waren in deinem Leben in den vergangenen Jahren, und zwar täglich, durch die du andere Menschen interpretierst, die Welt, dich selbst, dein Leben und so weiter. Und das ist doch ein erstaunlicher Sprung, denn
der beinhaltet ja auch, dass Gegenwärtigkeit oder Präsenz aufgetaucht ist. Und plötzlich wirst du dir deines Denkens gewahr. Das war mein erster spiritueller Durchbruch.